Moin, 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 meine Lieben, ein herzliches Willkommen heute hier wieder mal bei Ellerbach. Es ist ja wieder eine Weile her, als die letzten Folgen rausgekommen sind und ich wollte jetzt einfach mal wieder auf unserer XXL Animal Farm ein bisschen weitermachen. Ich habe mir ein bisschen Zeit jetzt genommen und habe gedacht, komm, nimmst du mal ein, zwei Folgen auf. Denn ich habe ja gesagt, es wird nicht so ein ganz regelmäßiges Projekt sein, aber ich will es schon doch immer mal so ein bisschen anschubsen, die ganze Geschichte. Genau, deswegen würde ich sagen, steig mal jetzt ein. Wir müssen heute unbedingt dieses Heu hier drüben, schwaden, einfahren, alles Mögliche damit machen eigentlich. So, deswegen würde ich sagen, starten wir mal hier rein. Jetzt muss ich bloß mal ganz schnell gucken. Rechts. Arbeitsmodus wechseln. SDRGZ. Jetzt müssen wir was probieren. Ah, nee, okay, gut. Also, dann würde ich sagen, meine Lieben, starten wir rein. Und es geht los. Es geht los. So, da versuchen wir hier ein bisschen was. Wartet mal, jetzt muss ich aber mal schnell was gucken hier. Vielleicht doch mal das Ding an. Ah, jetzt. Ich habe das Gefühl, dass eine Taste bei mir ein bisschen kaputt geht. Ich hoffe nicht. Wir werden sehen. Gut. Wir knallen das Ganze jetzt einfach mal hier rüber und fahren jetzt einfach mal außen rum. Gucken mal, wie wir das hier jetzt hinkriegen, das Ganze. Und ich hoffe natürlich, meine Lieben, euch geht's gut, euch ist alles bei euch ist alles bestens. Das ist natürlich das Allerwichtigste. So, dann würde ich sagen, die Ecke, die lassen wir mal. Ja, komm. So, komm. Macht er eben nicht so, wie ich es will. Ach nee. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja, jetzt klappt es. Jetzt geht es, meine Lieben, jetzt geht's. So. Es ist eben doch... es ist manchmal eine schwierige Maschine hier. So. So, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir hoch und runter, würde ich sagen. Ja. Probieren wir mal aus. So, los geht's. Lassen wir das Ganze mal hier rüber. Jetzt müssen wir natürlich die Insel so ein bisschen umfahren. Gucken wir mal, dass wir das gut hinkriegen. Ich hab mit hinterhergezogenen. Das ist ja, wie ihr wisst, nicht so mein Ding. Ja, das mag ich nicht ganz so besonders gerne. Aber it geht. So. Haben wir das. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal rein. Das hat natürlich eine ganz schön große Schwad. Auf alle Fälle für den kleinen Ladewagen wird es vielleicht doch ein bisschen zu krass. Müssen wir mal gucken. Also müssen wir vielleicht über die Schwad zwei, dreimal wegfahren. Kriegen wir hin. Aber, So. Gut. Machen wir jetzt hier rum. Na, schwierig. Fahren wir mal so rum. RGZ, hä, was? Ja. So. Gucken wir mal, ob wir das so drauf kriegen. Ja, schwierig. So, hier müsste es aber funktionieren jetzt. Ohne dass wir groß hängen bleiben. Gut, schauen wir mal. Genau, würde ich sagen, die Ecke hier drinnen oder hier drüben, die müssen wir mal sehen, wie wir die am besten ausfahren und rausfahren. Geil wäre ja, wenn der das in die Mitte schmeißen würde, aber irgendwie macht er das nicht. Das Gerät kann das nicht.
Das ist natürlich ein bisschen schade, finde ich. Aber naja, gut, ist halt so, ne? So gut, die zwei Spaten, die haben wir jetzt schon mal. Dann würde ich das mal hier rüber schmeißen, genau. Kommen wir hier aus? Ja, sehr geil. Das ist natürlich nicht schlecht, dass wir hier aus... Hier kommen wir nicht ganz aus, oder? Gerade so. Gerade so. Gut, okay. Naja, schauen wir mal. Das müsste eigentlich so gut funktionieren. Müsste mit dem Einfahren eigentlich ganz gut passen. So. Jetzt müssen wir bloß die Ecke noch rausfahren. Wollen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Vielleicht. Vielleicht so hier. Nein. Jetzt mal hier ganz extrem am Rand fahren, mal sehen. Ja, das kriegen wir hin. So, und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwie ein Auto kommt. Nee, gerade nicht. Das können wir hier mal wenden. Irgendwas ist natürlich nicht schlecht, dass die Dings hier keine Kolli haben. Oh, die fahren drüber weg, krass. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Okay, dann ist natürlich nicht ganz schlecht. So, gut, haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, klappen wir den mal wieder ein. Müsste eigentlich alles sauber weg sein. Hier die paar Fitzelchen, die nehmen wir mal so noch mit. Und dann lassen wir den mal hier stehen und hängen mal den Ladewagen ran. Genau, perfekto. Hängen wir mal den Ladewagen ran. Ich fahre deswegen auch in Außenansicht, ihr Lieben, weil es ist ja ein Let's Play. Und ich glaube, der ein oder andere, der feiert das eigentlich ganz gut, ne, dass wir hier so ein bisschen in Außenansicht fahren. Wir da ein bisschen was sehen können, natürlich auch von dem Ganzen, was wir hier machen. Immer in Innenansicht ist ja dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen langweilig. Also von daher ist es, glaube ich, ganz cool. Wo ich aber sagen muss, wo ich sehr gerne in Innenansicht fahre, ist einfach jetzt wie hier zum Beispiel. Das mache ich eigentlich wahnsinnig gerne in Innenansicht. Da habe ich mich so dran gewöhnt. Genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, meine Lieben, wie ihr Ellerbach findet. Spielt ihr sie? War das so der erste große Hype und es ist alles schon wieder vorbei? Oder was sagt ihr? Wie ist es mit Ellerbach? Ist es cool? Ist es geil? Ist es nervig? Ist es schön? Ist es interessant? Macht es Spaß, die Ellerbach? Oder eher nicht so? Aber ich glaube, die Ellerbach macht einfach wirklich echt Spaß. So, ich habe heute ein paar Lags. Ich habe gerade mir den neuen Patch draufgeladen und ja, es ist, wie es ist. Wir kennen es ja von Giants, ne? Es ist leider, wie es ist. So, hat er hier jetzt alles weggenommen? Was? So, da würde ich aber sagen, wir machen hier gleich mal ein bisschen sauber. Hier gleich mal ein bisschen Sauberkeit an den Tag legen. Hier ist auch noch ein Fitzelchen. So, gut.
So, ja, dann natürlich nicht alles. Aber dass der die Riesenschwad so gut eingefahren hat, also das ist natürlich absolut geil, ne? Das ist natürlich der Hammer. Dass hier so wenig liegen geblieben ist, krass. Fetzt mir total. Ja, hier drüben sind noch ein paar Fitzelchen, die nehmen wir dann auch gleich mal noch mit. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir das reinfahren. Ich denke bald, passt mal auf, ich denke vielleicht schon bei den Tierchen. Hoi, ja, da können wir aber noch ein bisschen was reinfahren. Wir haben doch auch, wartet mal, wir haben doch hier so eine, ach nee, haben wir nicht. Hafermehl. Nee, haben wir nicht, schade. Warte mal, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. So. So. Ich habe aber das Gefühl, dass er die Pedale viel, viel besser annimmt jetzt. Ist das durch ein Patch? Ist glaube ich ja nicht, dass das durch ein Patch jetzt besser geworden ist. Ah, das Lenkrad und so geht irgendwie jetzt ganz richtig geil irgendwie. Glaube ich doch nicht, dass das durch ein Patch passiert ist. Wir bräuchten Mischfutter. Hab ich denn das Mischfutter eigentlich hergekriegt? Das weiß ich gar nicht mehr. Wo habe ich das Mischfutter hergekriegt? Na, wisst ihr was? Wir hauen. Hauen wir denn jetzt mal das Stroh hin? Mischfutterproduktion, sowas gibt es ja hier nicht, hä? Viehhandel. Verkaufsstellen. Verkaufsstellen. Schreinerei. Oder wollen wir mal gucken. Bäckerei. Käserei. Spinnerei. Molkerei. Getreidemühle haben wir selber gebaut. Sägewerk. Nee. Wo können wir Misthaufen? Misthaufen? Bäckerei. Wo können wir Restaurant? Wo können wir das Heu am besten lagern, meine Lieben? Biomasseheizkraftwerk. Wo können wir das Heu am besten lagern? Ah, das ist natürlich eine Geschichte jetzt. Wir hätten vielleicht. Warte mal, haben wir. Wir haben noch eine Ballenpresse. Vielleicht sollten wir das zu Ballen pressen. Wir werden das zu Ballen pressen, das Zeug. Passt mal auf. Und zwar, hier. Kühe. 25.000 Liter sind drinne. Wo habe ich das, die Mischration her? Wo habe ich die Mischration her? Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Dann hau ich das jetzt bei die Kühe rein. Oder ein Teil hier? Nee. Wir hauen das jetzt mal bei der Kühe rein. Mal sehen. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Shader-Caches noch nicht geladen sind. Das ist ja grauenhaft, hä? So.
So. Warum kommen wir hier nicht rum? Das ist ja... Das ist nicht gut gebaut, meine Lieben. Das muss ich echt sagen. Das ist ein bisschen sehr, sehr beschissen und eng gebaut. Das fetzt mir ja nicht ganz so richtig. Gut, es ist wahrscheinlich auch anders... Ja, komm. Es ist wahrscheinlich auch anders gedacht, nehme ich mal an. Ne, passt auf, dann setzen wir uns jetzt in die Dings rein. In die Presse. Und pressen den Scheiß. Pass auf, dann lassen wir den erstmal hier stehen. Na, ich glaube, das ist erstmal sinnvoll. Lassen wir den erstmal hier stehen und holen uns mal die Presse. Wo haben wir denn die Presse? Hier haben wir die Presse. Kommen wir da raus? Ja, kommen wir raus. So. Ich würde gerne mal zu meinem Feld fahren wollen. So. Okay, passt auf. Jetzt machen wir das mal so. Mit der Presse nicht richtig. So, okay, passt auf. Jetzt gucken wir mal. Wir können absenken, Ballengröße 125. 25. Machen wir 125. Beim Presse anschalten, Pickup senken, automatisch ablegen. Anschalten. So, na gut, dann probieren wir das Ganze mal. Bin ich ja jetzt hier spannend, ja? Oh, der lässt aber viel liegen. Eieiei. Das ist ja hier... Ich bin mit dem Ding noch nie gefahren. Ja. Also wendig ist es, ne? Dann nehmen wir das Fitzelchen hier hinten auch noch gleich mit. So. Also wendig ist das Ding. Geil.
Sollte man eigentlich viel öfters benutzen, das Ding. Okay, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, deswegen bin ich jetzt auch gerade so ruhig, weil ich das irgendwie gerade, ich muss mich da gerade ein bisschen konzentrieren, meine Lieben, aber wir sind sowieso schon wieder am Ende angekommen. Lasst gerne das Däumchen da, wenn ihr Bock drauf habt, auf mehr, wenn ihr natürlich sehen wollt, wie es hier weitergeht, ob wir alle möglichen Tiere auf unserem Bauernhof schaffen, die zu bekommen und vor allem alle Ställe, die es gibt, voll zu knallen. Das ist ein bisschen so die Challenge in dem Ganzen hier, in dem Singleplayer. Und bin ich drauf gespannt, ob wir das schaffen. Aufgepasst. Ach Mann. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's mal gut, lasst ein Däumchen da. Tschüss und ciao.